Willkommen bei unserem allerneuesten Abenteuer. Wir sind heute mal wieder am Bienen, Ameisen und Fliegen suchen bei der sehr guten Kondomfirma Ritex im Garten, die zusammen mit dem NABU ein Projekt hat, was wir schon mal besucht haben. Wann war das? Letztes Jahr? Ich glaube, zu Corona-Zeiten waren die nicht da, wenn ich mich richtig erinnere. Und Keine falsche Erinnerung sein. Ich glaube, wir waren tatsächlich eine Weile lang nicht mehr da. Also das schauen wir uns jetzt mal an. Seid ihr schon gespannt? Bist du gespannt? Ja, ich bin gespannt. Wir sind noch gar nicht angekommen. Da ist schon die erste sehr schöne Pflanze hier zu sehen. Sieht aus wie, man könnte denken, vielleicht ein Löwelmäulchen, eine Orchidee. Aber es ist die breitblättrige Platterbse. Eine sehr schöne Pflanze, kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Aber keine Insekten bisher zu sehen. Hier sind, glaube ich, auch schon die Platterbsen zu sehen. Sieht jedenfalls schon ziemlich platterbsig aus. Wirklich eine tolle Pflanze, richtig schick. Ne? Da braucht ihr euch meiner Meinung nach gar keine Orchideen kaufen mehr. Einfach hier im Gebüsch gucken, beim Poco, beim Einrichtungshaus. Ich will im Schatten bleiben. Du willst im Schatten bleiben? Ja, hier ja. Ist es, also auch wenn man das nicht sieht, das ist ganz schön sonnig. Du hast eine spektakuläre Platterbse verpasst. Oh nein! Oh doch. Ja, wenn der Herr hier nicht antreibe, dann kommt man hier nie an. Ach, kommt zu spät. Ines, PCR, was verbindest du damit? Eigentlich den PCR-Test. Was macht man mit dem PCR-Test? DNA nachweisen. Egal welche DNA. Also heutzutage ja eher bekannt die Coronavirus-DNA. Aber es kann auch was anderes sein. Hallo, da bist du wieder. Wir kennen dich schon aus dem letzten Video. Genau, hallo. Du bist der Chef von Ritex. Genau. Und hast das letzte Mal schon sehr viel gezeigt. Aber jetzt fangen wir erstmal mit den Insekten hier an. Diese Kulis haben eine Besonderheit. Genau, das hier sind unsere Ritex-Kulis und von wegen Nachhaltigkeit haben wir hier auch auf PCR gesetzt. In diesem Falle halt nicht der berühmte Test für Corona, sondern Post-Consumer Recycling. Was aber, sind das alte Kondome oder? Gott sei Dank nicht, das hier würde sicherlich Ärger geben. Aber nein, das hier sind Milchtüten aus dem gelben Sack, sage ich mal, querbeet. Und daraus wird das Plastik eingeschmolzen und in Kulis umgewandelt. Super cool. Macht ihr aber nicht selber, sondern das macht jemand anders für euch. Genau. Da haben wir dann leider nicht die Expertise. Das hier sind gekaufte Kulis von einem, der weiß, wie es geht. Von einem, der weiß, wie es geht. So, und wir wissen auch, wie es geht, weil du ja schon, wie oft hast du schon Insekten gezählt jetzt? Wir sind jetzt im fünften Jahr, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. Ich schaue mal kurz rüber. Ich sehe nickende, ja, ungefähr fünftes Jahr, das kommt hin. Genau, also haben wir schon ein bisschen gemacht. Wir können jetzt die Hummel vom Schmetterling unterscheiden. Was ist der Hauptunterschied? Die großen Flügel. Sehr gut. Make love, save nature. Wie funktioniert das bei euch? Also hier, es steht ja drauf. Ne, genau, eine besondere Sonderedition, die wir jährlich mit auf den Markt bringen, wenn wir auch am Insektensommer teilnehmen. Dann denken wir uns was Besonderes aus. Und, sind da Insekten drin? Nein, natürlich sind nicht. Sind da Samen für Pflanzen drin, die man pflanzen kann? Auch nicht. Es sind Kondome drin. Genau, das sind unsere besonderen ProNature-Kondome, die besonders nachhaltig sind und auch vegan. Die wir dann immer in eine Sonderedition nochmal packen. Wie oft gibt es die? Jedes Jahr, fast. Habt ihr viele Sammler, die schon aus allen Jahren die Sonderedition haben? Das wäre mal eine Umfrage auf jeden Fall. Sammelt ihr Ritex-Kondome? Sendet sie ans hauseigene Museum. Ja? Unbenutzte. Unbenutzte. Ja, nur unbenutzte, ja klar. So, die ersten Wespen nehmen schon teil. Also hier sieht man das. Ich glaube aber eher, die will was bauen. Die ist wohl eher daran interessiert, an dieser Höhle hier unten. Aber warum nicht? Warum nicht? Kann sie ja gerne machen. Du hast schon direkt eine kleine Springspinne entdeckt. Ja. Die beliebtesten Tiere des Internets neuerdings. Beliebter als Eulen, beliebter als Katzen. Aber man muss ganz vorsichtig sein, die sind ganz scheu. Hallo. Jetzt guckt sie euch an. Hier sieht man die ganzen schönen Tierchen, die hier chillen. Von den fleißigen Bienchen. Ist es ein echter Marienkäfer? Bis zu den. Ein 7-Punkt-Marienkäfer, der echte, der Glück bringt? Ein echter 7-Punkt-Marienkäfer. Ja, den sieht man auch noch ganz selten. Da hast du jetzt Glück gehabt, Hässchen. Ja, da haben wir jetzt Glück. Dann haben wir jetzt Glück. Sehr schönes Leimkraut mit M, das für Motten gut ist. Das ist das, was hier so kleine Tröpfchen hat. Dann ist der Hornklee da. Hier ist ein verblühte wilde Möhre. Hier sind noch mehr verblühte wilde Möhren. Und man sieht noch ganz viel Schafsgarben. Killer. Aber ich muss arbeiten. Nee, wir machen hier. Das muss man sich so
Guten Tag, wir sind mal wieder bei Ritex. Ihr kennt unser letztes Video, wo wir, wie sagt man, in der Fertigungsstraße oder sowas waren. Ne? Und heute dürfen wir, weil der Chef, den ihr ja auch schon kennt, Hallo. Ist er wieder? Weil er uns das erlaubt hat, dürfen wir mal ins Labor gehen. Ines, bist du aufgeregt? Ja. Aber wirklich, oder? Ein bisschen, ja. So, das hier kennt ihr ja schon. Vom letzten Mal, hier ist zum Beispiel Hydro, Gel, hier ist ein kleines Förderband. Nicht einfach Knöpfe drücken. Nicht einfach Knöpfe drücken. Nein. Wir sind jetzt schon kurz vor dem Laborbereich. Darf ich das anfassen? Ja, bitte. Das ist alles. Und hier seht ihr, das ist zum Beispiel für die elektrolytische Dichtigkeitsprüfung. Können wir im Video von letztem Mal angucken. Das erklären wir euch jetzt nicht nochmal. Sind hier die Kondome drin. Aber es gibt auch andere, die schon verpackt sind. Was hast du denn da in der Tüte? Das ist ja verrückt. Was haben wir denn da? Ja, wir haben da mal was vorbereitet. Wir haben ja gedacht, du hast ja diese Fledermaus, die immer so überall rumfliegt und die ist ja auch mal nachts unterwegs mit dem kleinen Mond und den Sternen. Ist das das beste Design, was jemals auf dem Planeten Erde gemacht wurde? Ja. 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 Und jetzt haben wir gedacht, hier haben wir natürlich die wunderbare Schnittmenge für Nachteulen oder für Nachtfledermäuse, für Nachtvögel, genau. Motten hießen früher Nachtvögel. Nachtvögel waren früher Motten, also Schmetterlinge. Nee, aber ohne Scheiß, das ist ja total liebevoll. Habt ihr eine Designabteilung, wo man sich auch Custom-Made-Kondome liefern lassen kann? Ja, genau. Und die haben wir natürlich dann gleich befleißigt, sowas herzustellen. Und das ist super geil. Die sind für mich? Für ja, gerne. Dankeschön. Also super. Wie kann man euch kontaktieren, wenn man selber so eine Packung selbst gestaltete Kondome haben möchte. Genau, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ja, nee, nur zu. Wir haben sogenannte Werbekondome, nennen wir das. Und da kann man über einen Kondomdesigner online sich seine Packung gestalten. Also auch wenn es ein Junggesellenabschied ist oder ähnliches, oder man eine Fledermaus haben möchte, das könnte man bei uns bekommen. Oder natürlich für die Sammlung. Ihr wisst ja schon, man könnte sich auch eine Sammlung anlegen mit raren Kondomverpackungen. Ja. Könnte man auch. Das könnte man tatsächlich alles machen. Und also wer hätte nicht gern sein eigenes Kondom? It's a fact. Guten Tag, du bist Thomas Miete, aus Mitarbeiter, Qualitätskontrolle, Labor und Chemie. Wie heißt dein Beruf? Mein Beruf schimpft sich Chemiefacharbeiter. Chemiefacharbeiter bist du, sehr gut. Also hier haben wir gesehen, hier hinten werden einzelne Kondome mit Wasser gefüllt. Ach, kannst du das mal vor? Ach, ja, da hängen schon welche. Sweet. Was für Wasser ist das? Leitungswasser oder Destillat? Salzwasser, das ist eine 10%ige Salzlösung. Und dann wird es elektrisch geprüft? Dann wird es elektrisch geprüft, genau. Und wenn die Prüfspannung über 50 Millivolt ist, dann zeigt er mir theoretisch ein Loch an. Also wenn ein Loch drin wäre, würde dann Strom durchfließen? Dann würde die Lampe oben rot leuchten und er würde mir im Endeffekt hier sagen, wo das Loch wäre. Bei welchem Kondom? Wie lange bleiben die da drin? 20 Sekunden, ja. So, der habt ihr ja gesehen. Dann, was passiert denn, wenn ein Loch drin ist? Dann muss die Charge weggetan werden, oder? Nein. Dann gucken wir im Endeffekt, wo die Löcher sind. Ah. Und dann wird alles weitere, wenn mehrere Löcher auftreten, wird alles weitere mit unserem Qualitätsmanagement besprochen. Verstehe. Muss also nicht alles weggeschmissen werden sofort. Also, ich sag mal, Ich springe da mal gerade wieder in die Bresche. Also im Prinzip, es gibt festgelegte Stichprobenpläne und Kondome sind ein Massenprodukt und es geht jetzt nicht unbedingt nur darum, dass das einzelne Kondom eine gewisse Qualitätslage hat oder eine vermutete Qualitätslage hat, sondern es geht um die gesamten Chargen. Das heißt, man hat eben auf der einen Seite sehr hohe Grenzwerte, wo die Kondome, jedes einzelne Kondom drüber liegen muss. Das alleine reicht aber nicht aus, sondern man muss auch eine gewisse Verteilung von Werten haben. Das heißt also, man zieht so und so viele Stichproben aus jeder Charge hinaus. Und alle müssen in einer sehr schmalen Bandbreite liegen. Das heißt also, es nützt mir nichts, ich habe irgendwie 90% sehr gute Kondome und 10% schlechte Kondome. Das würde auch nicht funktionieren, sondern sie müssen alle in einer sehr engen Bandbreite liegen. Und auch das ist nicht ausreichend, sondern es müssen auch 5 Chargen in Reihe eine gewisse Werteverteilung haben. Du hast ja gesagt, das ist ja nicht nur so streng, weil ihr das so richtig findet, sondern weil es auch ein Medizinprodukt ist. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach wie, weiß ich nicht, Äpfel oder sowas, sondern es unterliegt noch ganz anderen strengen Regelungen. Ne? Genau, also tatsächlich sind Kondome, wenn man das auch mal hören möchte, Medizinprodukte Klasse 2b. Das ist die zweithöchste Risikoklassifizierung, wenn man das jetzt so laienhaft ausdrücken möchte, weil im Versagensfall das Produkt Leib und Leben des Anwenders gefährden kann.
sagen wir mal, AIDS als klassisches Beispiel ist zumindest eine lebensbedrohliche Krankheit oder eine sehr starke Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Und deswegen gibt es ja sehr hohe Anforderungen, die man erfüllen muss, und damit die Sicherheit von den Produkten gewährleistet ist. Und das sieht man hier unter anderem. Das kann man hier sehr schön sehen. Und ich mache davon jetzt noch ein Foto. Das ist super, das ist ja episch. Das könnt ihr als Bildschirmhintergrund dann nutzen. Ladet es euch runter, dann habt ihr einen schönen Desktop-Bildschirmhintergrund. Riechst du eigentlich diesen ganz eigentümlichen Kondomgeruch noch oder nimmst du den überhaupt nicht wahr? Doch, ich rieche den noch. Wenn man hier lange genug arbeitet oder am Tag lange genug arbeitet, riecht man den sicherlich nicht mehr so sehr stark, aber aktuell, das ist gut riechende Ware. Das weiß man, die ist in Ordnung. Ist eigentlich unter deiner Führung ein neuer Geschmack, ist gleich Geruch eingeführt worden oder ist das immer bei den gleichen Zusatz? Es gibt ja so irgendwie Erdbeer, Kirsch, was das nicht gerade, oder ist das nicht, ist das immer dasselbe? Also ich sag mal, in Deutschland sind Kondome mit Aroma und Geschmack gar nicht so sehr populär. Also wir sehen das so, wir exportieren ja auch Ware, dass gerade so in den arabischen Ländern, auch lateinamerikanischen Ländern Farben und Geschmäcke und Gerüche stärker nachgefragt werden. Die Deutschen sind da etwas gesetzter. Ach so, verstehe. Was ist denn in Lateinamerika und in arabischen Ländern eine beliebte Geschmacksnote? Es gibt wahrscheinlich Erdbeere, Banane, vermute ich mal. Genau, das sind so typisch deutsche Sachen. Also im arabischen Raum sind sehr viele sehr blumige Sachen auch stark. Jasmin? Also Sachen, die stark riechen, also zumindest nach unserem Empfinden stark riechen, stark schmecken. Das wird durchaus nachgefragt, und aber auch so die Klassiker. Erdbeer durchaus auch, aber sowas wie Jasmin habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Ist ja total abgefahren. Also da wäre ich dann gerne, wenn ihr neue Blütendüfte kreiert für die Kondome, wäre ich sehr gerne dabei. Wollt ihr auch dabei sein? Pech gehabt. Ich mach's. Jetzt kommen wir zum Reistest mit 2S. Nicht Reis, wie das Essen. Ist das ein Kondom? Das ist tatsächlich ein Kondom, und zwar wird das an einer definierten Stelle mal wieder ausgestanzt. Ach so. Dass man einen spezifizierten Ring hat. Und den zieht man jetzt so lange auseinander, bis er reißt. Ach so, wir möchten, dass er reißt. Also das ist der Sinn der Sache. Genau. Und du willst halt wissen, ab welcher... Also das ist schon mal abgespaced, ne? Was denkst du, Ines? Wie lange dauert es noch? Ich denke, die Männer, die auch sagen, das Kondom ist zu klein, sollten mal irgendwas anderes machen. Ja, und Ines ist der Meinung, dass die Ausrede, das Kondom war zu klein, nicht mehr gültig ist, nach dem, was ihr hier seht. Hat das schon jemand gesagt? Kennst du jemanden, der das gesagt hat? Ja. Patsch! Crazy. Also das Spannende kann man hier eigentlich auch sehen auf dem Bildschirm. Was sehen wir hier? Wir haben hier ein Kraftdiagramm, wo man sieht, wie viel Kraft brauche ich, um das Kondom zu dehnen. Und hier sehe ich den Anteil an Dehnung. Was man vor allen Dingen sieht, ist eine sehr, sehr flache Kurve erstmal. Das heißt, ich brauche erstmal fast gar keine Kraft, um das Kondom zu dehnen. Es ist also hochelastisch. Und erst so ab der, ich sag mal, fünffachen, sechsfachen Dehnung, da steigt es exponentiell an. Da brauche ich also sehr viel Kraft, um das ganze Kondom zu zerreißen. Soll heißen also, wir haben einen hochelastischen Werkstoff, und genau was wir gerade schon gehört haben, das Kondom ist zu klein. Ich sag mal so, wir sehen das gleich auch nochmal, vielleicht im Schulungspaket, wenn wir noch Zeit haben. Wenn das Kondom angelegt wird, ist es erstmal aufgerollt. Das heißt, ich habe einen ziemlich spacken, relativ engen Ring, den ich eben auf eine sehr empfindsame Stelle des Mannes setze. So dass man eben das Gefühl haben kann, ist es zu klein, ist es aber erst einmal abgerollt, ist es eben so elastisch, dass die Kraft quasi gleich null ist. Wir haben ja gerade gesehen, sechsfache, achtfache Dehnung im Maximum, das ist also schon ziemlich, ziemlich breit, ziemlich viel. Das ist anatomisch, man kann sagen, schwer vorstellbar, das ist gut. Also und das kann man hier eben halt sehen. Und das ist, also dieser Test zeigt vor allem die Elastizität des Produkts und ist so eine klassische Werkstoffprüfung. Wenn man sagt, man kann diese Werte so einhalten, ist alles gut in der Rezeptur, ist also alles, hat alles geklappt. Gibt es denn das schon mal bei einer Charge überraschenderweise, dass dann super stabil ist auf einmal? Du hast ja letztes Mal erklärt, das wird ja zweimal eingetaucht. Dass du dann noch einmal dich wunderst, hat da jemand dreimal was eingetaucht oder so? Was ist da los? Das sollte möglichst halt nicht auftreten. Also ich sag mal, wir sollen ein gleichbleibendes Level an Qualität halt immer haben. Wenn es extrem abweicht, sei es nach unten oder nach oben, müssen wir uns anfangen, sehr stark zu wundern, weil irgendwas anders ist. Und es sollte nie anders sein, es sollte immer gleichbleibend sein. Und wir streben natürlich danach, möglichst hohe Werte zu erreichen, aber die sollten gleichmäßig hoch sein und nicht mal gut und mal schlecht. Das ist ein schlechtes Ergebnis. Ja. So, jetzt sind wir in dem Raum, in dem wir besser nicht reingehen sollen, hast du gerade gesagt. Was machst du da jetzt? Ja, ich starte jetzt im Endeffekt die Messung. Genau, denn Moment, das haben wir jetzt der Vorführeffekt. Ist auch noch. Jetzt.
Und dann werden die aufgepustet. Dann werden die aufgepustet und ich gebe weiter an Herrn Richter, weil der kann das dann doch. Ja, Berstvolumen steht da ja schon. Also jetzt müssen wir erstmal sehen, ob wir was sehen. Ja, da sehen wir schon was. Und was wird da reingepustet? Luft? Ja. Da wird Luft reingepustet. Jetzt schauen wir mal, da könnt ihr auch wieder sehen. Ja, das sieht ja richtig wie eine Jeff Koons-Skulptur aus eigentlich, wenn man das lackieren würde. Wird es reißen, wird es nicht reißen? Also ab. Du brauchst noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. ja? Genau. Also im Prinzip ist das hier auch wieder so ein ganz klassischer Kondomtest, den man hier sieht. Wir pusten das Kondom praktisch auf, bis es platzt. Jetzt haben wir die Mindestanforderungen gerade, die das Kondom erreichen muss. Das heißt, so ein Standardkondom muss 18 Liter mindestens an Füllvolumen Luft erreichen und einen Mindestdruck von 1 Kilopascal. Also da sind jetzt 18 Liter Luft ungefähr drin oder jetzt sind 20? 30. 30 Liter Luft sind da drin. Also auch wenn es nicht so aussieht, das Video läuft noch, es ist kein Standbild. Warum ist da nur ein Kondom drüber gerollt und nicht jetzt über jeden von diesen... Das hat was mit der Druckverteilung wiederum zu tun. Wenn jetzt mehrere Kondome aufgeblasen werden, dann ist es ja eine Leitung an Luft. Und wenn jetzt viele verschiedene Abnahmestellen sind, dann ist die statistische Schwankung in diesen Werten zu hoch. Ja. Und deswegen gibt es halt immer nur versetzt. Ist ja irre. Was schätzt du, bei wie vielen Litern das platzen könnte? Jetzt bald. Jetzt bald? Mhm. Wie viele Liter haben wir jetzt? Wir haben jetzt 45. Jetzt sind es schon 45 Liter Luft da drin. Ja, ich muss bald den Zoom rausnehmen. Ja, ich muss echt bald den... Baff! Also was wir jetzt hier gerade gesehen haben, ist Standardware. Das war also ein Standardkondom, was jetzt hier gerade aufgeblasen worden ist. Und wir sehen, jetzt sehen wir es nicht mal, weil das nächste aufgeblasen wird. Das waren so ungefähr 45 Liter und bei 1,6 Kilopascal Druck. Im Prinzip haben wir ja gesehen, oder nicht so ganz, ich zeige nochmal so, das sieht ungefähr so aus und so. Von wegen Größendiskussion beim Kondom oder ist zu groß oder war nicht groß genug. Das war wie gesagt Standardware. Wir hatten jetzt ja gerade schon mal kurz angesprochen, warum durchaus auch mal das Gefühl auftreten kann, das Kondom ist zu klein oder es ist unangenehm zu tragen. Da haben wir auch einen kleinen Versuch vorbereitet, ist aber jugendfrei. Sehr gut. Aber hier sieht man erstmal, wie groß Kondome tatsächlich sind und dass sie doch sehr, sehr viel Belastung aushalten, bevor sie kaputt gehen und deswegen auch sehr sicher sind. Und bietet ihr auch wir haben das schon als Werbung auf dem Auto gesehen, ihr bietet auch extra groß an. Was bedeutet dann extra groß? Wie viel Prozent sozusagen größer oder anders sind die denn dann überhaupt? Ja, also sie sind größer, das ist schon mal so. im Prinzip ist es halt einfach sehr wichtig, dass die Kondome sicher bleiben. Das heißt, wir können jetzt nicht fantastisch groß werden. Es gibt tatsächlich auch Kondome am Markt, die sehr, sehr groß sind. Aber wie wir gleich sehen werden, je größer das Kondom wird oder wenn es zu groß wird, wird es unsicher. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir legen halt schon noch so 10-20% irgendwo vielleicht mal mit drauf. Knapp. Aber es muss einfach sicher bleiben am Ende des Tages. Es darf nicht zu groß werden, weil, und darüber gibt es ja auch sehr viele Studien über Penisgrößen, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und da muss man einfach sagen, man muss einfach die Mehrheit abbilden können und die Mehrheit braucht einfach ein Standardkondom. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, der ein kleineres Kondom benutzen sollte. Und dass es wirklich Leute gibt, die ein sehr viel größeres brauchen, ja. Kann man fürs gute Gefühl, wenn ihr fürs gute Gefühl könnt ihr auch die Kondome kaufen, die dann ein bisschen größer sind. Hier wird das nächste aufgeblasen. Mein Gott, ist das spannend. Das ist tatsächlich auch sehr laut. So, Ines, bist du bereit, mal in die Lehrbox, wo man was lernen kann, über Kondome reinzukommen? Unboxing. Ines macht jetzt ein Unboxing-Video. Wer kriegt die Schulbox? Wenn Schulen euch fragen, dann versendet ihr die, oder? So machen wir das. Also wir haben Schulmaterial. Da müssen halt die Lehrer so vorschlagen, okay, für welche Klasse das so ist. Das ist typischerweise 5., 6., 7. Klasse irgendwie so. Und das ist eben eine Box darüber, die erklärt, wie funktionieren Kondome, wie werden Kondome angewendet und so ein bisschen die Kondomgeschichte als solche noch erzählt. Was hast du in der 5., 6. Klasse in Thüringen am Dorf gelernt über Kondome, Häschen? Ich glaube gar nichts. Wahrscheinlich nichts, ne? Nicht mal als Wasserbomben benutzen, also die waren leider zu langweilig. Vielleicht geht das ja auch gar nicht. Kameraden. Jetzt gucken wir mal da rein. Das gilt als Wasserbombe. Das Unboxing. Nice. Also da ist erstmal so eine Anleitung. So, jetzt wird's spannend. Ja. Das ist auch ein schönes Heftchen, da kann man dann... Eine Broschüre. Und natürlich ein Holz. Penis. Mit
Willst du jetzt Penis auf dem Kanal sagen? Ja, ich habe Penis gesagt. Penis. Und dann wir sind nur, gesperrt, nur für Schulungszwecke auf dem Holzmodell. Holzmodell, wir haben es natürlich neutral Holzmodell genannt, damit es auch nicht verpiept wird. Ach so, kriegt jede Schule dann so ein Holzmodell und darf das dann behalten sozusagen? Genau, also ja. Wir haben zwei verschiedene Arten von Boxen. Einmal, das ist so diese Basisbox, falls es die vorher noch nicht gab und man braucht noch mehr Holzmodelle oder sowas. Dafür gibt es diese Basisbox. Oder wir haben auch Nachfüllboxen, wo man sagt, okay, wir haben noch die Übungskondome, damit jeder Schüler mal ausprobieren kann, wie lege ich ein Kondom an. Und oder ich brauche noch mehr Broschüren und ähnliches, das gibt's auch. Und wir haben auch noch Download-Material, das stand da auf diesem anderen Zettel drauf. Das heißt, wenn ich Broschüren oder Material brauche für den Lehrer, für PowerPoint und ähnliches, da kann man sich da eben auch noch was runterladen. Ziemlich cool. Ines, hier siehst du ein Standardholzmodell. Was denkst du, wie lange das in Wirklichkeit bei Menschen, wie groß und wie lange das ist, im Durchschnitt gemessen, wissenschaftlich? Ja, das wird uns ja jetzt gleich gesagt. Ich kann ja nicht immer alles erzählen. Das hat schon wieder nicht aufgepasst. Wie viel ist das? Genau. Also es gibt sehr, sehr viele Studien, gerade zu Penisgrößen. In der Tat ist das relativ schwierig zu messen. Also es wird zwar umgangssprachlich gerne als Rohr bezeichnet, aber es ist nun mal kein Rohr. Und die Wurzel ist auch immer die Frage, wo die anfängt und so weiter. Ja, genau. Und auch wie gemessen wird, ist eine sehr große Fragestellung. Wir hatten ja gerade schon die wissenschaftliche Messung, das heißt mit Fachpersonal. Und da kann es auch durchaus einen Unterschied geben, wenn einer sagt, so, mal runter mit der Box und dann legen wir mal los und dann messen wir mal, wie groß er wird. Das kann unterschiedliche Ergebnisse erzeugen, die naturgemäß größer oder tendenziell eher kleiner ausfallen können. Da gibt es sehr viel Literatur zu. Ein großes Problem war auch, dass häufig im erschlafften Zustand gemessen wurde früher und dann gezogen wurde. Mhm. Es wurde daran gezogen. Ist vielleicht auch nicht die beste Methode. Genau. Also so, aber der Wert ist 15 zu 12? Ja, also 15 zu 12, also typischerweise 14, 15 cm lang, im Umfang ungefähr 12 cm, dicker Daumen. Am Ende des Tages gibt es auch sehr interessante Studien über die Koevolution, weil der Penis ja typischerweise auch wohin muss, um die Fortpflanzung zu virieren. Und also insofern gibt es halt auch ein gewisses Must-Have, was so die Längen und Größen von Penissen anbetrifft. Es ergibt keinen Sinn, dass sie sehr viel größer oder sehr viel kleiner sind, weil es dann einfach bei der Koorbitation, Fachwort, Schwierigkeiten geben könnte. Es gibt natürlich immer Ausreißer, ist klar. Wie bei jeder Statistik gibt es immer Extremfälle von sehr groß bis sehr klein, aber im Großen und Ganzen, wenn man die Kurve da drüber legt, ist das so das Standardmodell. Wenn ihr mehr über Penisse im Tierreich erfahren wollt, lest das sehr gute Tierbuch von mir, wo auch Enten zum Beispiel haben geschraubte Penisse, schraubenförmige Penisse. Und es gibt welche, die sind länger als das gesamte Tier, die sich dann aber zu bestimmten Zeiten wieder zurückbilden. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern wir wollen lieber über Kondome sprechen. Hast du denn die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die das wirklich noch nie ausprobiert haben aus Spaß, wie so ein Penis angelegt wird? Entschuldigung, ja, Kondom ans Penis, an den Penis angelegt. Doch, durchaus. Beides trifft zu. Insbesondere, wir sprechen ja hier über eine Schulbox. Ja. Und typischerweise sollte das möglichst vor der ersten Kohabitation stattfinden. Ja. Und insofern ist es natürlich absolut berechtigt, dass man sich das mal anschaut, wie funktioniert das eigentlich. Und wir haben ja auch extra zu diesen Übungszwecken trockene Kondome. Das heißt, hier ist also kein Gleitmittel drauf. Was Warum? Das schmiert so an den Fingern. Ach so. Und das macht zur Not Flecken auf den Klotten und ähnliches. Ach so, okay. Und das soll natürlich vermieden werden, damit das auch im Unterricht gut funktioniert und kein Schindluder getrieben wird. Deswegen haben wir hier extra trockene Kondome. Aha, gut. Ja, und dann haben wir hier eben das Holzmodell. Ja. Und da kann man eben halt sehen, jawohl, wenn ich das Kondom ausgepackt habe. Also typischerweise, ich mache jetzt hier einfach mal eins drauf. Wir haben jetzt hier also unsere schöne Pro Nature Range. Dann hole ich das Kondom hier raus, habe hier die Siegelbriefchen, trenne eins ab. Wohlgemerkt, jedes einzelne geprüft, ne? Jedes einzelne geprüft. Jedes einzelne mit Chargennummer und Verfalldatum, ja. Ne? Rückverfolgbarkeit, wichtig. Dann reiße ich das einfach auf und entnehme das Kondom. Hier mit Leitbeschichtung. Kann man sehen. Und damit wir hier nicht so rumschmieren, nehme ich erstmal das Trockene. No. Also, trockenes Kondom wird aufgesetzt. Man sieht zu, dass man hier möglichst keine Luft im Reservoir drin hat und dann einfach abrollen. Was würde passieren, wenn zu viel Luft im Reservoir wäre? Also, es hat ein Potenzial. Es ist jetzt keine absolute Katastrophe, aber das Kondom kann eher anfangen zu rutschen. Einfach dadurch, dass die Luft möglicherweise. Man sieht ja diese Bewegung, die kann man sich ja vorstellen. Könnte es sein, dass die Luft rausgedrückt wird und dann sitzt das Kondom eher so. Ja, wir kommen ja gleich vielleicht auch noch ein bisschen zu den Anwendungsfehlern. Und das wäre eben so eine typische Sache, was nicht passieren sollte, dass das Kondom schief sitzt und möglicherweise, man kann sich vorstellen, was passiert, es kann, gestoßen wird. Es kann reißen, ne? Es kann reißen. Das hat Ines ja auch schon gerade gesagt, ne?
So, wir haben gehört, Kondome können reißen, wenn so mehrere Lagen übereinander sind, wenn oben zu viel Luft drin ist und das sich irgendwie durcharbeitet. Jetzt reden wir mal von Gleitcreme. Genau. Genau. Du hast Gleitcreme schon parat? Genau. Wir haben ja also unsere handelsübliche. Wasserbasiert? Wasserbasiert in dem Falle, aber im Prinzip funktioniert es auch mit silikonbasierter oder ähnlichen Sachen. Also noch als Hinweis, natürlich immer nur Gleitmittel verwenden, die kondomverträglich sind. Kondome sind eben relativ anfällig auf eine ganze Reihe von chemischen Substanzen. Was ist so ein typischer Fail von Gleitmitteln, was man... Vaseline, Butter, wenn Menschen darauf kommen, aber auch Babyöl und sowas. Also alles, was mit Paraffin zu tun hat etc., das ist sehr schlecht für Kondome. Das löst den Latexfilm sehr stark an, sodass das Latex sehr schnell reißen kann. Man sollte wasserbasierte Gleitmittel nehmen, möglichst ohne ätherische Öle und ähnliche. Oder auch silikonbasierte Gleitmittel, das funktioniert auch. Wir simulieren jetzt einmal, Kondom rutscht auf Penis, weil Penis beispielsweise zu klein oder, was manchmal sogar empfohlen wird, damit das Anlegen leichter klappt, man macht Gleitmittel zunächst auf den Penis und dann aufs Kondom. Aber das empfiehlt ihr nicht? Das ist eigentlich ein relativ starkes No-Go. Ja. Wir sehen jetzt auch gleich warum. Ich verteile das hier mal so ein bisschen. Schwuppdiwupp. Also, Penis ist jetzt sehr schön rutschig und glatt. Und wir nehmen jetzt mal ein trockenes Kondom. Das ist jetzt also eine Worst-Case-Betrachtung. Also nicht nachmachen bitte im echten Leben. Don't try this at home. Don't try this at home. So. Ich nehme das jetzt mal rüber und jetzt haben wir genau das, was wir gerade schon mal angesprochen haben. Die Friktionsverhältnisse, äußere und innere Friktion, also wie stark rutscht etwas. Auf der Innenseite rutscht das Kondom, auf der Außenseite rutscht das Kondom nicht. Und man kann hier schon mal, ich halte es mal ein bisschen hoch, hier ist das Reservoir. Wenn ich jetzt ziehe, sieht man, was passiert. Oh. Ne? Das heißt, der Penis fängt an, in das Kondom reinzurutschen. Die Falten werden hier immer stärker. Und auch so braucht man schon eine relativ große Kraft. Das dauert also ja gut, aber man sieht schon die Falten unten. Ne? Das, so soll es nicht Zack. Sein. Ja. Und dann passiert ziemlich genau das. Kondom reißt. Und ich zeige auch mal den typischen Effekt dann beim Kondom, wie das dann aussieht. Dann sieht es nämlich so aus. Hier ist es jetzt relativ stark sogar gerissen. Eigentlich wollte ich euch jetzt ein kleines Loch zeigen. Ja, ja, aber wenn es so. Ist halt groß. Ne? Jetzt ist es stark gerissen. Also hier ist der Penis durchgerutscht. Ne? Meistens hat man ein sehr relativ kleines Loch. Warum? Das Kondom wurde sehr stark gedehnt. Der Penis ist durchgerutscht. Man zieht das Kondom ab und es bleibt nur ein kleines Loch, weil die Dehnung weggegangen ist. Also das ist eben genauso dieser Effekt. Eigentlich habe ich alles richtig gemacht, aber das Kondom ist trotzdem gerissen. Warum ist das passiert? Der Penis ist ins Kondom reingerutscht. Sei es, weil die Erektion nachgelassen hat, weil das Kondom generell zu groß war. Oder sei es, dass es auf der Außenseite einfach stärker gehalten worden ist als auf der Innenseite. Ja, beispielsweise auch durch nicht-vaginale Anwendungen. Das ist eben halt auch genau ein Punkt. Das heißt, auf der Außenseite wird das Kondom gehalten, auf der Innenseite rutscht der Penis und er rutscht ins Kondom rein und zerreißt es. Sind denn dann dickere Wandstärken hilfreich oder hilft das dann auch nichts? Hier muss man wieder aufpassen. Also, ich sag mal, man müsste es in der klinischen Studie nachweisen, dass ein dickerbandiges Kondom sicherer ist. Was man zeigen kann, natürlich im Labor, dickerbandige Kondome haben höhere Reißkräfte und höhere Berstdrücke. Das heißt also, rein technisch betrachtet, ist es stärker. Man müsste jetzt aber natürlich dann bewerten, ist das in der praktischen Anwendung relevant? Und das ist schwierig, weil Kondome generell schon extrem sicher sind. Also wir liegen hier weit jenseits der... Das muss ich wieder aufpassen. Auf jeden Fall annähernd bei 100%. Ja. Ne? Wir liegen bei annähernd 100%. Und wenn man jetzt halt noch, ich sag mal, 20-30% besser wird, ist man halt noch ein Stückchen näher dran an 100%. Aber das ist statistisch extrem schwierig nachzuweisen. Mal abgesehen davon, dass wir hier halt über ein Medizinprodukt sprechen. Und wenn wir hier Humanversuche machen, mit potenziell fatalem Ausgang, das ist nicht so einfach. Ja, verstehe. Ne? Und also insofern ist es halt, man darf es nicht ausloben, dass es sicherer ist. Ja. Man kann im Labor zeigen, dass halt die technischen Werte besser sind und die Wahrheit darf sich jeder selbst denken. Ja. Ines, du bist so leise geworden. Das ist meistens, wenn du sehr, sehr aufmerksam bist und dich in irgendwas hinein vertiefst. Was geht dir gerade durch den Kopf? Nee, hört nur zu. Ich denke, heute Abend wird ein sehr ausgefeilter Vortrag zu diesem Thema kommen. Das kenne ich schon bei der Ines, die denkt dann immer nach. Glaubst du, dass es unzerstörbare Kondome gibt? Nein, aber vielleicht werde ich jetzt gleich eins sehen. So. Du hast versprochen, es gibt eine natürlich nur annäherungsweise unzerstörbares Kondom. Also im Prinzip zeige ich jetzt das Folgende. Wir haben jetzt das krasse Gegenbeispiel von dem, was wir gerade hatten. Wir haben jetzt hier ein trockenes Kondom, was auf dem Penis drauf sitzt. Und wir haben Gleitmittel, was nur auf der Außenseite ist. Und das ist ein neues Holzmodell. Also das ist ein trockenes Holzmodell. Genau. Und
unter dem Kondom ist überhaupt gar keine Gleitcreme. So, das heißt, das Kondom sitzt maximal fest auf dem Penis. Und jetzt kann man auf das Reservoir oben achten. Wie man sieht, sieht man gar nichts. So, also was man hier als einfach praktisch in der praktischen Darstellung sieht, das ist auch der Grund, warum die Damenwelt bei der Kohabitation nicht verletzt wird. Es gleitet. Das heißt, die Kraft, die durch die Stoßbewegung des Penis ausgelöst wird, wird abgeleitet durch den Gleiteffekt. Und deswegen ist das Kondom, kann auch nicht kaputt gehen, weil die gesamte Kraft, die ja drauf wirkt, einfach ableitet. Das heißt, das Kondom ist überhaupt keiner physikalischen Belastung ausgesetzt und deswegen kann es in diesem Falle nicht kaputt gehen. So, also ich kann es eher schaffen, das Holzmodell zu zerbrechen, als das Kondom in diesem Falle kaputt zu kriegen. Ja. Das kann jeder selbst ausprobieren, wenn er es gerne möchte. Also Kondom mit Gleitmittel, es ist unmöglich, dass ich hier Druck ausübe. Abgefahren, ist doch wirklich abgefahren, oder? Nee, mal ernsthaft. Ja. Wusstest du das? Nee, wusste ich noch nicht. Ich frage mich jetzt eher, ob das noch zum Problem wird bei Männern, die dieses, ich weiß gar nicht, diese Tropfenerektion zwischendurch immer haben, ob das dann nicht zu stark Gleitmittel verursacht, dann innen auf der drin. Innenseite ah. Und dann, dann auch zu diesen Reißproblemen führt. Dir ist noch ein Anwendungsfehler eingefallen. Wahrscheinlich kennst du tausende von Anwendungsfehlern. Gott sei Dank nicht so viele Kondome, also so schwierig ist es dann auch nicht. Aber ein klassischer Anwendungsfehler. Kondom, kann man hier glaube ich sehen, ist richtig rum. Ne? Das heißt, der Rollring ist außen. Was aber durchaus passieren kann, dass das Kondom so liegt. Ne? Bei uns ist das typischerweise nicht möglich, weil wir das produktionsbedingt immer nur so rum haben können. Aber theoretisch, es kann passieren, das Kondom ist umgestülpt, der Ring ist auf der Innenseite. So, und jetzt, wenn man das wieder versucht anzulegen, versucht man es abzurollen und das ist schwierig. Der Ring ist auf der Innenseite. Ich kann das natürlich versuchen, aber Achtung, fertig und... Ah. Und dann ist es schon mal eine ganz schlechte Idee, das wieder zurückzunehmen genau. Und weiter zu verwenden. Also das war jetzt natürlich wieder ein Extrembeispiel. Das war jetzt ein ungeschichtetes Kondom. Wenn ich da Gleitmittel drauf habe, flippt das normalerweise nicht so. Also es kommt vor, ne? Aber wir haben auch manchmal so Reklamationen, wo einer sagt, eure Kondome rollen sich immer wieder auf. Und sagt, aha, das war der Fehler. Ja, also das Reservoir ist praktisch durchgestülpt. Aber ich kann, also man kann es auch schaffen, es runterzurollen. Dann habe ich aber das Kondom wahnsinnig gedehnt. Ja. Ja, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es reißt, eben auch höher, weil ich das Kondom schon an die Maximalgrenze praktisch gedehnt habe. Und wenn es dann noch ein Tucken mehr gedehnt wird, jo, dann war es zu viel. Damn. Es gibt also, das ist wirklich. Ich kratze schon das Kinn, ne? Ich kratze mir meinen Bart. Hier seht ihr, ich darf es erzählen. Ich darf es erzählen. Dass hier von der Vegan Society so ein Label drauf ist, hier so eine Blume. Das kommt, weil keine Bestandteile, die man sonst aus Milch kennt, mehr da drin sind. Früher war ein bisschen Casein da drin, heute nicht mehr. Heute nehmt ihr Lupinen. Wachsen die Lupinen auch draußen bei euch im Garten? Leider nicht, nein. Also wir würden natürlich gerne welche anbauen, aber bis jetzt haben wir da keine Zertifizierung für bekommen. Also wenn ihr Lupinenproduzenten und Produzentinnen seid, könnt ihr euch gerne mal bei Ritex melden, vielleicht lässt sich da was machen. Also die sind jetzt richtig das echte Vegan, nicht nur Fake Vegan. Ines, du hast hier was gefunden. Sind 42 Liebesgeschichten. Ja. Was ist da wohl drin? Wenn ich das aufmache. Wow. Sind das hoffentlich alles Liebesgeschichten? Sehr gut. Glaubst du, dass das alles Liebesgeschichten sind? Ja, das liegt an einem selbst, denke ich. Man muss da eine Liebesgeschichte draus machen. Sonst. Also das ist eine zum selber schreiben. Findest du das romantisch? Schon ein bisschen. Ja, jetzt wollen wir zurückfahren, Häschen. Aber wo ist der Bahnhof? Ich glaube, da lang. Sagt das liegende Schild. Das muss man dem Schild hier folgen. Ha. So, da kommt die Bahn. Hier ist noch eine schöne Wiese hinter der Bahn. Könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Das war unser Besuch bei Ritex. Das war super, ne? War wirklich sehr interessant. Tschö.